lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. Und weiter geht's mit Elden Ring. Genau, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben und wollten uns diesmal wieder reskillen. Caster, guten Abend zusammen. Guten Abend, Caster. Wie geht's dir, mein Guter? Gucken wir uns erstmal an, was wir denn für Waffen gehen wollen. Warte mal, ich würde erst einmal, einmal einen Screenshot machen. Einmal einen Screenshot machen von unserem gesamten Ausrüstungsgedöns, damit wir wissen, was wir hatten. So. Speichern unter Desktop. Yes. So, denn wir wollen uns reskillen. Gucken wir erstmal hier unten, ob hier irgendwas Neues ist. Vorher. Nope, nope, nope. Ganz okay, und dir? Mir geht's gut. Fühle mich heute nicht so produktiv wie sonst, aber mir geht's auf jeden Fall nicht schlecht. Ist da hinten das inzwischen auf? Nee, ne? Nee, 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 nee. Gut, gucken wir uns Waffen an. Wir tun erstmal unsere ganzen Waffen raus. Ich habe Lust, Magie und oder Glaube zu gehen. So. Lass dafür mal Waffen suchen. Spoiler. Nee, Doppeldeutsch würde ich eher nicht gehen. Was haben wir denn hier? Probieren wir einfach mal ein paar Sachen aus, würde ich sagen. Das sieht gut aus. Lass erstmal gucken. Was war das nochmal? Achso, wenn es. Hä? Achso, genau, das können wir schon tragen. Okay. Wirkt eigentlich erstmal nicht schlecht. Was hast denn du für Scaling? Ah, das Ding war mit Arkan. Okay, never mind. Das lassen wir dann. Das hat Weisheit und Glaube. EEDD-Scaling. Das Scaling ist halt echt nicht schlecht, ne? Und es macht magisch und Feuerschaden. So, ja. Die Effekte können wir leider nicht einsetzen davon. Okay, einmal haben wir sowas und einmal haben wir sowas. Steht ja mal dabei. Lass mal gucken. Das klingt erstmal nicht schlecht. Wie sieht das denn aus? Haben wir noch ein anderes Schwert, was zumindest mit Weisheit, das skaliert mit Weisheit und macht Schlaf. Ich google einmal ganz kurz, was Schlaf macht, ja? Also bei Gegnern. Elden Ring. Sleep. Against NPC. Sleeping NPC? Nee. Oder? Nee. Sleep. Sleep effects. The sleep effect puts a target to sleep, rendering them unable to move or attack. The sleep status is useful in running difficult encounters or putting enemies in a vulnerable state and allowing for a critical attack which deals critical damage. Duration, bla 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 bla. Ah, es geht bestimmt nicht bei allen Gegnern, ne? Das ist eher so ein Effekt, der bei kleineren Gegnern wahrscheinlich funktioniert. Das würde noch auch Weisheit skalieren. Steht da irgendwas Bestimmtes bei? Kein Mensch könnte sie verfertigen. Angriffskraft skaliert mit Weisheit. Die Kristallianer verfolgen ein klares Ziel. Sie beschützen ihre Kristalle bis zum Tod. Manche vermuten, sie warten auf die Rückkehr ihres Schöpfers, damit er neue Gefährten formt. Wirbelhieb.
Das Ding hat sogar noch besseres Scaling, das Kajanische Ritterschwert. Warte mal. Lass mal genau das hier gucken. Und das hier. Oder wir könnten auch ein normales Schwert nehmen und Magie-Scaling drauf machen. Na, das geht ja auch. Mit Kriegsasche. Okay. Genau, wir wollten noch das andere Schwert. Okay. Scaling-mäßig. Übrigens, Carsten, wenn du auch irgendwie Ideen für ein Bild hast oder so, ne, immer gerne Bescheid sagen oder irgendwelche Ideen hast, die ich mit einbringen könnte hier. Also der Base Damage ist hier höher, aber der magische Schaden dafür weniger. Dafür ist das Base Scaling schlechter und ich glaube, ich würde eher das Karianische Ritterschwert dann nehmen, wahrscheinlich. Das im Kopf. Warte, machen wir das lieber hier hin. Okay, was haben wir noch für Waffen? Dolche möchte ich nicht benutzen. Kurzschwerter würde ich eigentlich auch nicht wollen. Das könnte interessant werden, ne? Es macht magisch und löst Frost aus. Ich glaube, Frost ist aber nicht so nice. Aber wir hatten zwei Waffen mit Frost. Boah, der Schaden auf dem. Also, nee, never mind. Wir haben es ja geupgradet. Ich habe kurz gedacht. Die würde ich einmal kurz austesten. Oh, was sind das? Das sind Großschwerter. Okay. Das könnte eine Option sein. Was haben wir noch? Das ist Glaube, Weisheit, Weisheit. Aber das ist das von Redan, was wir auch zweihand nehmen können direkt, ne? Das könnte auf jeden Fall interessant werden. Ding hat Arcan-Scaling. Schwierig, es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, richtig, richtig. Blutverlust. Oh, hier hätten wir auch zwei Katanas mit Dingens. Oh, und das Katana C-Scaling mit Weisheit. Die würde ich erstmal wieder rausnehmen. Zeig mal, wie Doppel-Katana aussieht. Wir nehmen die beiden Weisheitskatanas, die auch beide Blutverlust auslösen, was verdammt geil ist. Das könnte auch cool werden. Ja, genau. Können wir nicht komplett gut benutzen, aber zeig mal her. Ah, ich mag die Doppelangriff leider nicht so sehr. Der Doppelangriff ist auch nicht so cool. Ich glaube aber der hier, ne? Ne, never mind. Das hätten wir. Das hätten wir. Okay, gucken wir, was wir noch haben. Wir behalten uns einfach mal so ein paar Sachen im Hintergrund, im Hinterkopf, sorry. Doppelklingen, auf die würde ich nicht gehen, auch wenn die meisten von denen cool aussehen. Den Finger könnten wir eigentlich auch benutzen. Das ist alles Stärke und Dingens. Das ist nichts mit Magie.
Haben wir noch irgendein. Das sind auch ein bisschen Weisheitsspeere. Was sind das? Hellebarden. Hellebarden haben wir eher. Ja, wir haben zwei Glaubenshellebarden. Die und die hier. Gargoyle Schwarzhellebarde. Macht Heiligschaden, die macht auch Heiligschaden. Dann haben wir halt unsere Zauberstäbe und so weiter und so fort. Okay. Wir gehen erstmal zum Reskillen und gucken uns mal an, was wir so für Werte machen können. Let's go. Was ist eigentlich? Ach, wir können nichts zur Hand nehmen hier, ne? Geschicklichkeit, 12 Stärke. Ne, 15 Stärke, 18 Geschicklichkeit, okay. 15 Stärke, 18 Geschicklichkeit. 15 Geschick, 15, 15 Stärke, 18 Geschicklichkeit, das ist das Wichtigste. So. Lebenspunkte ballern wir wie immer sehr, sehr hoch. Sehr, sehr wichtig. So. Geist 20. Kondition würde ich 25 lassen. 20 reicht eigentlich schon, ne? So. Wie viel Weisheit können wir denn machen damit? Wir sind jetzt Magier. Oh. Unsere Rüstung wiegt leider zu viel. Aber wir sind jetzt Magier. Ja, das kann erstmal weg. So. Wir testen mal ein bisschen unsere Waffen aus. Wo ist ein guter Ort, wo wir unupgradete Waffen austesten können? Am besten einen Riesen. Dritte Kirche von Marika. Oder zweite oder so. Hier mal die. Nee. Hier, ich glaube, da ist relativ nah ein Riese, den wir besiegen können. Und dann probieren wir mal ein bisschen unsere Waffen erstmal aus und weiter. Endlich der Mage-Skill. Ja, jetzt wird es abgehen. Wir haben noch mittlere Last, das ist sehr gut. So, wir testen erstmal die beiden Katanas aus, ja? Ohne Upgrades auf den Katanas. Einfach mal Katana testen. Autsch. Genau, das mal testen. Das sieht ja cool aus. What? Okay, das macht auch die Haltung vom Gegner relativ gut weg. Nehmen wir mal die hier Zweihand. Was kannst du? Oh, sorry. Ja. Autsch. Okay, Gravitation ist eher so ein AOE-Skill. Glaube ich. Okay, nehmen wir die wieder so. Autsch. Okay. Autsch, 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 autsch. Aber die Katanas gefallen mir erstmal. Von dem Moveset her. Okay, denk mal, wir testen nur Moveset und so. Damage ist erstmal uninteressant. Testen wir noch ein paar andere Waffen. So. Die kommen erstmal wieder weg. So, was haben wir denn noch? Bei den Dolchen hatten wir nichts. Genau hier. Ah, leider. Ah, stimmt, das Ding hat auch noch Glaubensscaling, deswegen können wir das leider nicht wirklich austesten. Das ist schade. Aber wir können ja mal testen, wie es einfach an sich mit zwei von diesen Schwertern ist. Und wir können mal Schlaf austesten. Ein Wirbelhieb ist.
Ist nicht so cool. Das heißt, ich würde einmal tauschen. Yes. Magie und so benutzen wir dann erst danach. Das müssen wir auch noch austesten, wie dann die ganzen Magie-Sachen funktionieren. Aber ich möchte jetzt erstmal das hier testen. So. Er schläft. Oh, das ist cool. Machen auch gut Schaden. Machen wir wieder Haier. Oh, er macht nicht Haier. Schade. Au, au, au. Er ist ja gut ausgewichen. Nachti. Okay, aber wenn man so große Gegner auch sleepen kann. Au. Okay, weiter probieren. Aber die Schwerter an sich waren auch schon mal sehr gut.